Es gibt neue Informationen zur Windows 10 exklusiven PC-Version von Quantum Break. Ubisoft schickt Assassin's Creed in die Pause und Watch Dogs 2 ins Rennen. Und es gibt neue Infos zu Call of Duty 2016 und Destiny 2. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Gestern hat mir darüber berichtet, dass der vormals Xbox One-exklusive Shooter Quantum Break auch auf den PC kommt und heute gibt es weitere Infos dazu, nämlich die Systemanforderungen und die fallen, obwohl das Spiel ja parallel auch für die Konsole erscheint, überraschend hoch aus. Um Quantum Break nämlich mindestens spielen zu können, braucht man einen Intel Core i5 4460 mit 2,7 GHz oder einen AMD FX 6300. Als Grafikkarte eine GeForce GTX 760 oder Radeon R7 260X, 8 GB Arbeitsspeicher und auf der Festplatte 55 GB. Um das Ganze aber wirklich schön aussehen zu lassen, sollte schon ein Core i7 4790 mit 4 GHz sein und als Grafikkarte eine GeForce 980 Ti oder eine Radeon R9 Fury X. Cool ist aber, dass man, wenn man Quantum Break für die Xbox One kauft, also entweder im Laden, digital oder als Teil eines Xbox One Konsolenbundles, man die Windows 10 Version kostenlos als Code dazu bekommt und praktischerweise sind auch die Spielstände beider Versionen zueinander kompatibel. Das heißt, man kann auf der Xbox anfangen zu spielen, dann rüber wechseln zum PC und dann wieder zurück auf die Xbox wechseln. Laut Microsoft soll das nur das erste Spiel einer ganzen Reihe von Spielen sein, die dieses Cross-Platform-Feature unterstützen. Trotzdem braucht Quantum Break auf dem PC zwingend Windows 10. Damit dürfte auch erklärt sein, warum Microsoft das einzige Konsolenzugpferd hier für den PC veröffentlicht, nämlich um das eigene Betriebssystem zu bewerben. Früher, da haben tanzende Chefs für diesen Zweck gereicht. Der Publisher Ubisoft hat seine aktuellen Geschäftszahlen vorgelegt und im Zuge dessen auch gleich einige interessante Ankündigungen für 2016 und 2017 gemacht. Die interessanteste wird die sein, dass man das erste Mal seit vielen Jahren Assassin's Creed in die Pause schickt. Es wird 2016 kein Assassin's Creed-Spiel geben, sondern erst 2017 wieder. Laut Ubisoft macht man das, um die Qualität der Serie wieder zu steigern. Die Webseite Kotaku hatte das schon vor einigen Monaten als Gerücht berichtet. Damals war die Rede davon, dass das neue Assassin's Creed-Spiel im alten Ägypten spielt und den Namen Assassin's Creed Empire trägt. Das werden wir aber jetzt frühestens 2017 erfahren. Um diese Lücke zu füllen, schickt Ubisoft aber ein neues Watch Dogs ins Rennen. Das soll dann im kommenden Geschäftsjahr erscheinen, was aber nicht heißt, dass es zwingend 2016 noch erscheint. Das Geschäftsjahr von Ubisoft läuft nämlich bis zum April 2017. Gerüchten zufolge soll das nicht mehr Chicago, sondern in San Francisco spielen. Außerdem sind Releases für dieses Jahr von Ubisoft For Honor, Ghost Recon Wildlands, South Park, The Fractured But Whole und natürlich jetzt gleich am Anfang The Division. Ah, oh, shit, we got the wrong game. Everybody switch games, we're playing superheroes now. Auch bei Activision gibt es aktuelle Geschäftszahlen und einige überraschende Ankündigungen und auch einige nicht so überraschende Ankündigungen, nämlich, dass es natürlich auch dieses Jahr ein neues Call of Duty-Spiel geben wird. Das hat noch keinen Namen und es gibt auch noch keine Infos darüber, wo und wann das spielt. Aber es gibt zumindest jetzt ein Entwicklerteam, nämlich das Studio Infinity Ward. Die hatten zuvor schon Modern Warfare gemacht und zuletzt Call of Duty Ghosts. Ob sie ein neues Modern Warfare oder ein neues Ghosts machen, ist noch nicht bekannt. Activision spricht nur davon, dass dieses Spiel sehr innovativ sein soll. Und dann gibt es noch Infos zum zweiten Zugpferd von Activision Blizzard, nämlich Destiny, und da die Info, dass es wieder erwartend nicht dieses Jahr Destiny 2 geben wird. Stattdessen entwickelt Bungie dieses Jahr noch eine Erweiterung für Destiny und möchte vorher noch schon im Frühling ein größeres Update veröffentlichen. Das soll kostenlos sein, den Level Cap erhöhen und neue Gegenstände mitbringen. Das war's für diese Woche mit den News. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Die News gibt's dann am Montag wieder. Mich seht ihr dann aber erst am Donnerstag wieder. Das heißt, die Kollegen werden mich bis dahin vertreten. Wie gesagt, euch ein schönes Wochenende und bis dahin weiterspielen.